Aufbruchstimmung im Freibad in Grenzerfühlen. Ja, es ist jetzt gleich 6:30, gleich ist los, gemeinsam nach Basel zum Startpunkt. Und ja, also eins habe ich schon festgestellt, ich habe jetzt für meine Verhältnisse schon, ja, finde ich, relativ wenig dabei, aber die meisten Leute hier haben noch weniger dabei. Also ja, zum Teil ohne Zelt oder wirklich ganz wenig Klamotten nur. Es wird interessant. Also ich glaube, einige haben ja tatsächlich den Anspruch, die Strecke in, ja, keine Ahnung, 6 bis 10 Tagen abzureisen. Mal schauen, wie es wird. Also, ich bin gespannt und freue mich drauf. So, pünktlich um 8 geht's los. Trans Germany 2018. Ja, noch ist das Feld ziemlich zusammen, aber es wird sich bald ändern. Es geht jetzt hier ungefähr 10 Kilometer zusammen und dann, ja, ist das Rennen offiziell eröffnet und dann fährt jeder sein eigenes Tempo. Und da werden sich die Leute auch verlieren. Es sind so ungefähr 70 Teilnehmer. Ja, ich schätze mal so, die ersten ein, zwei Tage wird man sich immer wieder mal begegnen, aber irgendwann fährt man da wohl alleine. Ja, genau hier bin ich vor 2 Jahren auch lang gekommen, als ich zum Bodensee gefahren bin. Aber ich glaube, die fahren ja hier keine Straße mehr, sondern irgendwelche Waldwege über die Berge rüber. Bin echt gespannt, wie es wird. Wird bestimmt richtig anstrengend, eine richtige Herausforderung. Also, das Ziel ist ganz klar ankommen, egal in welcher Zeit. Ich habe gestern mich mit einigen unterhalten, die sagen so, naja, so 7 Tage, 8 Tage, manchmal 10 Tage. Also, ja, da haben sich einige ein ganz schön hohes Ziel gesteckt, aber wie gesagt, für mich ist einfach nur ankommen. Die ersten 17 Kilometer sind rum, also das Feld zieht sich langsam auseinander
Und ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man nur nach den anderen Radfahrern schaut, dass man nicht in so eine Gruppendynamik reinkommt, dann vielleicht ein Tempo fährt, wo man sonst nie fahren würde, entweder zu schnell oder zu langsam. Ja, ich versuche das gerade auszublenden. So, als ob ich auf einer ganz normalen Radreise wäre. Fahre ein bisschen mein eigenes Tempo, schaue mir die Landschaft an. Und ja, ich glaube, das wird so meine Taktik für die nächsten Tage sein. So, jetzt bin ich hier bei fast 30 Kilometer. Geht hier wunderbar eben am Rhein entlang. Eigentlich schön zu fahren. Zwar keine asphaltierten Wege, sondern ja, so schmale Trails, aber lässt sich wirklich super fahren. Aber die Berge kommen halt auch noch. Ich glaube, so ab so 50, 60 Kilometer geht es dann hoch. Ja, das letzte Mal war ich hier vor 2 Jahren mit meinem Reiserad auf dem Weg zum Bodensee. Immer wieder schön diese Holzbrücke. Aber heute halte ich nicht an. Gar nicht so ohne hier der Weg. Da bin ich am Fluss lang. Loser Kies, also einmal ausrutschen und es wird nass. Es ist 10:30 vorbei, ich bin jetzt hier bei 48 Kilometer. Ich würde sagen, läuft. Jetzt vielleicht noch ungefähr 5 Kilometer, dann komme ich nach Waldshut-Tingen, beziehungsweise nach Waldshut. Tingen kommt etwas später. Ja, jetzt bin ich hier das 3. Mal innerhalb von 2 Jahren. Also das hätte ich vor 2 Jahren auch nicht gedacht, dass ich hier so oft vorbeikomme. Aber die Strecke zwischen Basel und Waldshut-Tingen ist wunderbar zu fahren. Also ich bin ja bisher nur auf der deutschen Seite lang gefahren, jetzt auch mal auf der Schweizer Seite. Wirklich sehr schön. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, in Waldshut bin ich jetzt und da vorne gibt es einen Campingplatz. Da werde ich auf Toilette gehen und mir meine Wasserflasche nachfüllen. Die erste ist nämlich schon leer. So, da vorne bin ich vor 2 Jahren abgebogen, als ich zum Bodensee gefahren bin und ja, diesmal geht es für mich geradeaus weiter. Dann ging hier noch 2 Kilometer und ja, danach geht es glaube ich die Butach entlang und dann wird es irgendwann den Berg hochgehen. Also ich bin jetzt hier bei 66 Kilometer, ich fahre jetzt noch ein Stück und dann werde ich richtig Pause machen. Ich habe zwar eben so einen Powerriegel gegessen bei ungefähr 50 Kilometer, aber ja, ich habe ein bisschen Brot dabei, ein bisschen Wurst. Das werde ich gleich essen. Pause muss sein. Trotz Challenge, trotz Race. Nee, aber klappt super. Wie gut in der Zeit, glaube ich. Also zumindest für meine Verhältnisse. So, ich glaube, ich habe hier ein ganz gutes Plätzchen gefunden. Schön im Schatten. Und ja, wie gesagt, bin ich jetzt hier bei knapp 70 Kilometer. Ja, jetzt werde ich was essen. Dann geht es weiter. 150 Kilometer habe ich mir vorgenommen heute. Also, ja, ich bin zwar jetzt noch gut in der Zeit, aber wir haben jetzt gerade mal ja, kurz vor 12. Aber nachher geht es den Berg hoch. Also, da werde ich dann nicht mehr so schnell vorwärts kommen. Ja, die Butach. Da geht es ein Stück weit lang und ja, dann geht es an den Berg hoch. Schauen wir mal, wie immer. Wird schon werden. Ja, und immer wieder trifft man Fahrer, also auch nach 70 Kilometer, aber ich glaube in 1-2 Tagen ist das vorbei. Also das Teilnehmerfeld sind zwar 70 Leute, aber es wird sich ganz schön verteilen.
Ja, ich habe mir jetzt eben mal das Höhenprofil auf Komoot angeschaut. Also ja, vielleicht noch so 3-4 Kilometer und dann geht's hoch. Also, dann will ich mal die Ebene hier noch genießen. Der Radweg verläuft drüben, aber der Track geht hier entlang. Ja, warum Asphalt fahren, wenn man Schotter fahren kann? Ja, es geht ja schön entlang vom Südschwarzwald-Radweg. Schwarzwald-Panorama-Radweg und Südschwarzwald-Radweg. Ja, hier bin ich vor gut 2 Jahren angekommen. Ja, jetzt hier bei Kilometer 82 geht es in den Wald rein, hat einen riesen Vorteil. Ja, man muss nicht mehr in der Sonne fahren. Die ist nämlich richtig heiß momentan. Sind wir hier schön im Schatten. Aber ja, es gibt auch einen riesen Nachteil. Ihr könnt euch denken oder ihr wisst schon. Ja, es geht den Berg hoch. Und zwar nicht nur einmal, sondern ständig. Na gut, schauen wir mal, wie es läuft. Aber ich meine 140, 150 Kilometer heute packe. Da kommt auf jeden Fall ein Campingplatz. Und das peile ich heute mal an. Mal gucken, ob es klappt. So, der Track führt einen hier in eine Sackgasse. Ja, aber der Kollege oben macht's vor. Einmal durch den Wald, Schiebegang. So geht das hier. Schön, aber anstrengend. Na, lieber Mann, ist das anstrengend. Und dann geht's weiter hoch. Also mit dem Reiserad wäre das doppelt so anstrengend oder vielleicht sogar gar nicht möglich. Ich muss also sagen, ein ganz klares Plus das Bikepacking bei solchen Wegen hier. Boah. Weiter geht's.
So, ich fahre wieder. Gott sei Dank. Mein lieber Mann, hey. Ich war jetzt bestimmt einen Kilometer durch den Wald durchtragen oder erschieben. Oh, brutal anstrengend, ey. Habe ich geschwitzt, hey. Ich schwitze immer noch. Ich muss erstmal wieder runterkommen, hey. Schön, aber anstrengend, wie so oft. Dafür geht es hier ganz entspannt am Waldrand entlang. Ja, der erste richtige Anstieg, wenn man so will, aber es lässt sich noch gut fahren. Kommt halt nach 90 Kilometer, da fährt es manchmal nicht mehr so gut, aber es geht noch. Der Südschwarzwald von seiner schönsten Seite. Hügelig, staubig, trocken, heiß. Aber noch geht's. Ich habe eben mal eine kleine Pause gemacht, habe einen Apfel gegessen. Boah, ist ganz schön anstrengend hier hoch. Ich bin jetzt hier schon fast 600 Meter am Stück hochgefahren, mehr oder weniger. Boah. Anstrengend. Boah. Gott sei Dank gibt es ab und zu Schatten, weil in der Sonne hält man es gerade nicht aus. Ja, ich bin jetzt erstmal oben. Ich habe keinen Tropfen Wasser mehr. Aber da vorne gibt es wohl eine Wirtschaft. Ich habe jetzt eben mal ein paar Leute gefragt, ein paar Wanderer. Das sind vielleicht so 500 Meter und es wären wohl schon einige von uns dort. Solange es nicht bergauf geht, 500 Meter, kein Problem. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Also der Berg. Hat's in sich, ey. Hier vorne ist es. Gott sei Dank, ey. So, einmal voll getankt und weiter geht's. Und alle richtig Glück gehabt, dass es die Wirtschaft gab hier. Ich habe überhaupt kein Wasser mehr gehabt. Ey. Ich war fast am Verdursten. Also das vielleicht nicht, aber hat keinen Spaß mehr gemacht. Aber es war jetzt nicht unbedingt billig. Ein halb Liter Wasser für 3,50 Euro. Aber lieber Mann, ey. Aber scheißegal. Ich hätte auch noch mehr bezahlt, ey. So, mal gucken, wie es hier weitergeht.
bei Kilometer 110 kam in Imkap fest. Also es war, ja, ich denke mal, von so einem Bienenzuchtverein ein kleines Fest mit Kaffee und Kuchen. Da habe ich jetzt noch mal einen Radler getrunken, ein Stück Kuchen gegessen zu normalen Preisen. Also mein lieber Mann, hey, 3,50 € für einen halben Liter Wasser. Wahrscheinlich hat es mir angesehen, dass ich alles bereit war zu zahlen. Aber gut, passt schon. So, jetzt habe ich wieder hier meine Getränkevorräte voll mit aufgefüllt und ja, habe auch ein bisschen was im Magen. Ja, ich denke mal, ich bin jetzt hier bei 112 Kilometer, so 30, 40 Kilometer. Will ich heute noch fahren. Dann dürfte ich nach Tuttlingen kommen und dort gibt es 2 Campingplätze. Das beide ich jetzt mal an. Ich bin jetzt hier bei 128 Kilometer. Wir haben jetzt genau 18 Uhr. Ja. Also bis nach Tuttlingen dürften jetzt noch so 13, vielleicht 15 Kilometer sein. Und dann werde ich dann auf den Campingplatz gehen. Eigentlich reizt mir so langsam. Aber momentan geht es ja immer wieder mal bergauf, aber es lässt sich gut fahren und man hat eine wirklich super Aussicht hier. So, wir haben kurz vor 9, ich bin hier auf so einem kleinen Zeltplatz, kurz vor Tuttlingen. Ja, ist eigentlich nur für Radfahrer, also keine Wohnwagen oder sowas, hat gekostet 5 Euro. Duschen gibt es auch noch. Ja, ist eigentlich ja, wirklich okay. Ich war um kurz nach 7 hier, hab da drüben noch im Restaurant was gegessen und 2 Bierchen getrunken und jetzt gehe ich gleich nach Duschen und dann werde ich früh schlafen gehen. Ja, es waren jetzt heute 142 Kilometer, ungefähr 1800 Höhenmeter, also mir hat es echt gereicht für den ersten Tag. Und ja, mein Plan ist eigentlich, morgen relativ früh aufzustehen, so um 5 oder sowas, dass ich spätestens um 7 Uhr loskomme. Dann geht es weiter Richtung Tuttlingen. Da werde ich mir dann eine Bäckerei suchen, vielleicht einen Supermarkt, ein bisschen was einkaufen und dann, ja, dann werde ich weiterfahren. Deshalb muss ich sagen, die Strecke, ja, ist nicht ohne, relativ anstrengend, aber eigentlich auch recht schön. Macht auf jeden Fall Spaß zu fahren und ja, mal gucken. Also wenn es so weitergeht, ja, mein Plan ist eigentlich nach 3 Tagen ungefähr 400 Kilometer zu haben. Das heißt, dann wäre ich so in 12 Tagen oben. Das wäre natürlich optimal. Aber jetzt schauen wir mal, wie es morgen wird. Ich gehe jetzt duschen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder.